Moin, liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich präsentiere euch heute für unseren YouTube-Kanal Modbox, ja, unser 23. Adventstürchen. Und mit dabei ist jetzt unser Lebkuchenverkäufer Billy hier vom BGE Modding, der uns jetzt quasi, wir sind im Endspurt, wir haben noch zwei Forschungen für euch vor. Was heute kommt, ich lasse mich überraschen, Billy ist ein bisschen nervös, ich bin mal gespannt, was uns heute erwartet. Billy, erstmal hallo und was hast du heute Schönes für uns? Ich bin nervös, naja. Ich habe halt Lebkuchen für euch. Nein, Spaß beiseite, ich komme wieder raus. Ach, Lüft, wenn endlich das Geheimnis ist, dass hier das 24. Türchen wird, die Buden. Das 23. Ah, 23. Also, nee, die sind ja nicht von uns. Nein, ich weiß, das hat Spaß. Ich habe eine riesige Hexe-Aktion gemacht hier in Erlengrad. Okay. Noch vor dem Wintereinbruch und jetzt habe ich ein Problem, ich muss meine Gerätschaften unterstellen. Wir reden über da große haben Gerätschaften. Wir ein Baumenü. Hier, ne? Unter Hallen. Moment, ich gehe mal. Wenn du ganz hinter scrollst, vor dem Holzlager. Hallen und vor dem Holzlager. Und hinter der Halle für 200.000. Auch für 200.000. Das, der Unterstand unterstrich 4 unterstrich 10. Genau. Der Preis ist noch nicht final. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Da bin ich noch sehr unschlüssig, was ich für den Preis mache. Weil ein Unterstand für den Preis ist ein bisschen komisch, eigentlich. Ja, 200k auf, ja, das ist schon hart. Also schon viel. Aber du wirst jetzt sehen, dass sich der Preis rentiert. Gut, klein ist was anderes, definitiv. Und gerade für so eine Häcksel-Staffel, wie sie jetzt gerade hingestellt haben, ideal. Jetzt kommen wir hier rüber. Bevor du noch 3 Minuten rumhüpfst. Ja, ich muss, ich guck mir das mal alles an. Weil jetzt zeige ich dir mal was. Ja. Also heute, ich habe gesagt, es gibt noch 2 Spezialtürchen. Das ist eine davon. Okay. So. Gucken. Achtung. Ah, haben wir die Funktion, dass wir uns die Halle quasi selber bauen können. Ja, ja, Moment. Ach so. Wir haben nicht ein Tor. Wir haben ein zweites. Mhm. Das wird gut, Wand. Wir haben nicht nur ein zweites, wir haben auch ein drittes. Drittes, okay. Mit einem Tor. Ah, ist ja geil. Komm mal hier rüber. Ja, du kannst gleich probieren, wie du willst, alles. Ja, Tor geht auf. Wir haben natürlich auch eine Giebelwand. Mega. Die du einblenden kannst. Wichtig ist, bevor du irgendwas Neues einblenden möchtest, immer erst ausblenden. Und dann aussuchen. Dann kannst du neu einblenden. Achso, also das wechselt intern quasi durch. Genau. Das heißt, ich habe keine Vorauswahl, sondern ich muss quasi durchswitchen im Endeffekt zu dem Bauteil, was ich möchte. Indem ich einblende, ausblende, einblende, ausblende. Ja, die Trigger sind immer an einem anderen Punkt. Du kannst hier zum Beispiel jetzt hier... Achso. Ich bin jetzt hier ganz rechts zum Beispiel, jetzt ist hier die Torwand hinzufügen. Ah, okay, jetzt dafür. Es gibt 3 Trigger hier, Mitte, links und außen. Genau. Und bevor ich jetzt die nächste, also wenn ich es ändern wollen würde, müsste ich die erst wieder ausblenden an dem Trigger hier und dann zu sagen, ich will die andere Wand da. Jetzt bin ich die hier außen, jetzt kann ich erst wieder hier drüben nochmal einblenden. Was ich noch machen werde, ganz wichtig, das Ding ist noch Work in Progress. Heißt, werde noch nicht alles fertig hier. Und man kennt, ich werde auch noch mal ransitzen und dann noch mal ringsherum eine Info einblenden, welche Trigger wo sind. Mhm. Nur jetzt kannst du irgendwie so rumbasteln, wenn du willst. Also auch die Texte noch nicht richtig. Also Bulk Wall ist Schütt gut, glaube ich. Genau. Wood Wall ist im Holz und Door Wall ist das mit der. Ja, mit dem Tor. Ja, mega. Das Ganze cool. Wird aber noch alles komplett. Dann nochmal unbedingt, also nochmal in Deutsch übersetzt das Ganze. Wie gesagt, das ist ein Working Pro. Ich habe gestern bis 12:45 oder so gesessen. Nein, du hast mir geschrieben, was geil ist, habe ich noch mitbekommen. Ja, dass das noch fertig wird, das wir heute dich vorstellen können. Wenn du die Tür anguckst, drückt den Klicken runter ganz vernünftig. Genau. Aber ich muss auch mal den ultimativen Test machen. Willst du nicht? Ja, das passt. Er passt auch, soweit ich weiß, durch die Tore durch. Also, die Tore sind groß. Mega. Das ist schon wieder geil, weil du es wirklich selber gestalten kannst. Du kannst so viele Türen einbauen, wie du willst, auch so wenig Türen einbauen, wie du willst. Und wieder muss ich dazu sagen, das Umbauen kostet euch ja nicht mal Geld. Das heißt, selbst wenn jetzt 200.000, zu Anfang dachte ich mir, oh, für einen normalen schlichten Unterstand 200.000, nur weil er jetzt groß ist, ist schon... Okay, zurück. Ja. Extra fast durch, ja? Ja, und ich bin jetzt so durchgekommen. Also ohne, dass ich jetzt noch irgendwie, genau.
Ja, das sind, die Tore sind 4,50 Meter hoch, man sollte mit allen Sachen eigentlich locker durchkommen. Ich würde sagen, tob dich einfach mal aus und tu es einfach mal so herrichten. Nicht richten, das wäre falsch. Was hat mit Wie der, den Wänden, wie du es haben möchtest. genau, aber hier in der Mitte kann man nichts machen, ist nur für drumherum, ne? Ja, nur drumherum. Das heißt, du könntest In nicht der hier, Mitte jetzt zum würde ich Beispiel mal jetzt hier Rasen sagen, drüber du willst jetzt setzen. hier noch eine Wand reinziehen, meinetwegen jetzt für ein Schildgutlager. Weil geht gar nicht so einfach, weil du kannst nicht einfach ohne Probleme, sage ich mal, eine Wand, eine Schildgutwand hochziehen. Das geht nicht ganz so einfach. Aber du siehst ja, wird dir immer angezeigt, was du für Trigger, also ja genau, wo du drinnen stehst. Ja, Der genau, ganz zeigt er mir an, genau. links ist immer Dormwall, Doorwall, dann kommt die Wolfwall Bulk oder Wall und dann Woodwall. kommt, genau. Ja, mal. Ich erzähle aber so was dazu. Wir sind noch Work in Progress, der ist noch nicht fertig. Wir haben zum Beispiel noch die Balkenschuhe fehlen noch von den Balken. Fenster fehlen noch. Das ist an sich erstmal nur das Loch drin, sag ich mal. Der Bretterwand, da muss halt noch ein Fensterrahmen rein, da müssen noch andere Sachen rein. Fensterscheibe natürlich. Dann ist noch geplant, ein vierter Wandtyp ist noch geplant. Es gibt dann nicht nur die drei Wandtypen, sondern noch einen vierten. Und genau, was haben wir noch geplant? Und noch ein paar Sachen, die noch optimiert werden müssen. Und ja, ein Riesendank geht noch an Holden, der mit mir, der mich ja gestern unterstützt hat bei dem Ganzen hier. Und Wahrscheinlich willst du der noch mit Licht mir. einbauen, oder? Darf ich dich Ja, bitten? Licht, genau, Licht muss auch noch eingebaut werden. Haben wir auch noch auf der Liste. Also wie, das ist noch Work in Progress. Wir wollen einfach mal heute einmal zeigen. Was die Leute demnächst erwartet. Genau. Das war extreme Arbeit, die XML gestern zu schreiben. Ja, habe ich so auch noch nicht gehabt, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe noch Nee, nie so eine. das ist wirklich schon anders jetzt hier, muss ich sagen. Das ist gerade, weil man wirklich selber noch ja, das Ganze gestalten kann. Ja, du Aber tust jetzt jetzt mal gerade jetzt sehr. ganz mal so als Nicht-Modder gefragt, wir haben ja in unseren Adventskalender ja auch diese anderen Schüttgut-Hallen gehabt, wo man ja auch, wo diese nachplatzierbaren Wände drin waren. Die könnte ich auch rein theoretisch auch hier rein platzieren, oder? Könnte man machen. Ich muss, weiß aber nicht genau, wie es mit der Kollision von der Kamera ist, weil das ist immer so ein bisschen Ja, schwierig, sag okay, ich mal, bei stimmt. Wänden Man, zu ja, dagegen, platzieren. ja, dann haut es dann raus, ne? Schon mal ein bisschen noch vernünftig hinstellen. Ja, genau, wie gesagt, muss noch Kleinigkeiten angepasst werden. Aber das war jetzt einfach mal wichtig für mich, dass wir da immer die Funktion zeigen können. Ja, das Prinzip vor allem, was Ja. eigentlich dann so das Highlight dieser Halle ist, weil ich meine, Unterstand ist ja jetzt das eine, aber ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist so, wie man es jetzt haben, dass man sagen kann, jo, ich kann hier auf der einen Seite mache ich mir schon eine Holzwand hin, auf der anderen Seite haue ich mir dann ja, Schüttgutwände hin, also mit dem Beton unter Fuß, unter Malung hier. Das ist Ja, du schon kannst halt wild. auch komplett sagen, ich lasse jetzt mal zum Beispiel alles komplett frei. Ich will zum Beispiel gar nichts haben. Kannst du ja auch sagen. Ja, klar, logisch. Also einfach rein offen stehen zu haben. Oder halt nur die Seiten zum Ja. Beispiel. Kannst es dir so hinbauen, wie du es halt dann möchtest, komplett. Genau. Und keine Sorge, auch für die, die es kleiner haben wollen, wird noch kürzere Varianten geben. Cool. Das so viel kann ich schon mal sagen. Ja, es ist schon wild, muss ich Ja, sagen. die Also. größte Variante jetzt. Wir wollen ja was Großes zeigen. Ja, genau. Da kannst du eh schon verlieren hier. Krass, krass, krass. Noch gerade ein bisschen umbauen bist hier. Nur no, die Fahrzeuge gehen ganz entspannt rein, ne? Ja, die passen auf jeden Fall. Das Ding ist halt, das Ding, die Halle ist 60 Meter lang und 20 Meter breit. Also hier passt einiges rein. Wenn es mal irgendwie tauscht man einfach aus und sagt, und die werden weg. Also mein Gespann, was ich jetzt hier habe, das man hingestellt habe, das passt hier locker rein. Ja, ich habe diese komische reingestellt, das gebe ich zu, aber Großen und Ganzen passt das, denke ich mal.
Stark, stark, muss ich sagen, gefällt mir gut. Wenn ich jetzt zurückgefahren könnte, dann wäre ich dann halt vorne. Ja, also wie gesagt, nochmal Riesendank an Hult, der gestern fleißig nochmal mich unterstützt hat und Häkchen gesetzt hat, sag ich mal. Damit Kollisionen passen, Schattenwürfe passen. Sonst ist es mich gestern nicht mehr geschafft. Ja, cool. Und cool. Ja. Generell Details sind halt schon zum Großteil auch schon da. Wir haben die Nagelplatten wieder, wir haben die Winkel hier. Mhm. An den Außenseiten, genau. Mit Licht rein. Winkel ist das Coole, ich glaube, hier sieht man es ganz gut eigentlich. Du siehst, wenn du mit Licht dran gehst, die Löcher. Es sieht wirklich aus, als wären da wirklich Löcher, richtig, ja. 3D-artig. Definitiv. Das ist cool. Es ist auch nicht über, ist auch über Texturen alles gemacht. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass hier Winkel über irgendwie übermäßig viele Polys fressen, die Löcher ausmoliert sind oder so. Das ist Blödsinn. Nein. Aber keine Polygon-Map, Polygon-Objekte, sondern. Nein, das nicht. Ich sag mal, ich stehe auf Details, sage ich ganz ehrlich. Aber es sollte immer im Rahmen bleiben. Es ist im Rahmen geblieben, auf jeden Fall. Das, was es kann. Also hat auf jeden Fall im Rahmen. So, dann hoffe ich, dass es eine ja Special-Folge nochmal war, sag ich definitiv mal. Also kann man nichts gegen sagen. Gut, dann würde ich sagen, bedanke erstmal fürs Vorstellen, bedanke mich auch bei den Zuschauern fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, die Map oder die Maps, die Mods sind noch Work in Progress, habt ihr mitbekommen. Sind oder werden demnächst dann halt bei Giants eingereicht und sobald die zur Verfügung stehen, geben wir euch natürlich das Ganze bekannt und ich weiß nicht, ob so wir haben heute, oder Billy hat heute leider Gottes unter den einem oder anderen Video so Sätze gelesen, wie bei anderen sind die wenigstens schon verfügbar und bei uns halt noch nicht. Ja, ist richtig, ist vielleicht muss man aber verstehen, es geht aber darum, was wird vorgestellt, was wird präsentiert, was für einen Umfang hat das Ganze im Verhältnis zu dem. Wir hätten jetzt auch 24 Mods nehmen können, die vielleicht schon runterladbar wären, aber die es wahrscheinlich schon in 800 Ausführungen gibt, ohne großartige Gimmicks. Da bitten wir einfach um Verständnis, dass das nicht immer alles so schnell und so einfach geht, weil ihr seht die Halle hier, das ist nicht mal eben 3 Klicks und dann steht das Ding, sondern ihr habt ja gesehen, was die Halle kann und was ihr damit dann demnächst machen könnt. Und Fakt ist, die wird definitiv kommen. Ich glaube, kein Modder der Welt macht sich so viel Arbeit, stellt die mit mir hier gemeinsam vor und lässt dann einfach auf Festplatte liegen, nach dem Motto, ja, wir haben sie mal gezeigt, was eventuell gehen würde und es kommt nichts, also da bitte ich einfach so ein bisschen. Jetzt hast du unsere Taktik verraten. Ja, genau. Nicht nur die ganze Zeit nur begeistern, die Leute. Zu Ostern machen wir einfach eine lange Nase und sagen, haha. Es kam ja doch nichts. Nein, also ich habe den beiden Kommentaren mal ein bisschen was darunter geschrieben und was sollen die beiden, die Leute Kommentare geschrieben haben, da selbst sich ein bisschen durchdenken, sag ich mal, und genau, die meisten nehmen sie an. Wir haben ja von vornherein auch gesagt, dass es Preview-Videos sind. Genau. Heißt, Work in Progress, heißt, es ist keine Vorstellung, wo ein Link direkt runter ist. Und wer es nicht abwarten kann, ja. Es tut mir ein bisschen leid, ganz ehrlich. Genau. Und wie gesagt, mit anderen zu vergleichen wollen wir gar nicht. Wir haben unsere eigene, also machen hier unsere eigene Sache letztendlich. Und ihr seht ja, was da kommt. Ich meine, es ist ja. Klar ist nicht jeder Mod jetzt so aufwendig wie dieser. Es waren auch in Anführungszeichen auch nur mal eine Halle dabei oder mal unterstanden, aber es geht ja also ein bisschen auch um die Details, die da ja verbaut sind, plus die Arbeit, die dahinter steckt. Und ihr müsst ja das Ganze dann sehen, wenn dann das ganze Hofpack fertig ist, dann habt ihr ja nicht nur eine Scheune oder einen Unterstand, den ihr da bekommt, sondern ihr kriegt dann ein Pack mit gefühlt 8 oder 10 Unterständen, Hallen und so weiter, aus dem ihr quasi den ganzen Hof bauen könnt, in einem Design mit und dann trotzdem mit noch einigen Funktionen. Ich erinnere an die Halle, wo man die Dekoration entfernen konnte, weil man sagt, die stört mich oder was, dann kann ich sie wegmachen. Das gibt es bei vielen Hallen nicht. Und natürlich gucken wir uns auch andere Adventskalender an oder andere Mod-Forschung, ist ja logisch, weil auch die Modder haben ja auch es verdient, dass die Mods gezeigt werden und auch zur Verfügung gestellt werden. Auch da gilt es ja immer, einen Dank auszusprechen, egal wer es, ob das BGE-Modding ist oder was auch immer, wer auch immer uns hier Mods zur Verfügung stellt oder anderen Mod-Kanäle zur Verfügung stellt. Auch da haben wir großen Respekt vor. Also ich habe von Billy noch nichts hier gehört, von wegen, oh, der Mod von dem und dem Modder ist aber für den Allerwertesten null. Also das wird es auch nicht geben. Ja, auch Blödsinn. Hat ja auch jeder seinen eigenen Stil zu modden und ich sag mal, ist auch gut, dass es diese verschiedenen Sachen gibt. Ist es ja. Das ist ja das Schöne daran. Und
Auch wie bei den Mods von euch. Die breite Auswahl. Genau, und wie auch die Mods von euch, wenn man es mag, darf man es gerne schreiben und auch seine Meinung sagen. Ich meine, ist auch in Ordnung. Die Kommentare, die waren ja auch konstruktiv und vernünftig, aber auch die Antwort von Billy war jetzt auch nicht negativ. Das war halt auch konstruktiv. Wir bitten also ein bisschen Verständnis, dass dann halt, man darf nicht Äpfel und Birnen vergleichen. Ich meine, Billy hätte uns jetzt auch hier Durchfallssilo hinstellen können, auf der einfachsten Ebene, was vielleicht für erfahrene Modder wirklich vielleicht eine Stunde Arbeit ist, aber BGE-Modding wollte uns ja auch hier schon was zeigen, was schon gewisse Features hat, die es vielleicht so noch nicht gab oder so. Und so wie das hier, ich meine, ihr könnt hier mal eben drei Wände ändern. Bei Designs ändern, das hab ich so nicht gesehen bei Mods, bin ich ganz ehrlich. Ich kenne das mit Farbwechsel, klar, mit M und N, das gibt es öfters mal, dass man bei den Hallen die Außenfarbe ändern kann, ja. Aber dass jetzt hier ganze Wände getauscht werden oder deinstalliert werden können, ohne Aufpreis, ohne dass ich neu platzieren muss. Ich meine, das muss man ja auch mal sagen. Es ist ja nicht so, dass jetzt jedes Mal Kosten aufkommen, wenn ihr irgendeine Wand ändert oder so. Also wie gesagt, wir bitten da wirklich so ein bisschen einfach nur um Nachsicht. Wir sind von Modbox froh, dass wir solche Previews haben. Auch wenn es natürlich uns auch lieber wäre, wenn wir sagen könnten, ja, ihr könnt euch das ab morgen runterladen, klar. Auch die Modder würden natürlich sofort hier schreien und sagen, wenn es fertig wäre. Ist ja auch, ein Mod ist ja auch immer erst dann gut, wenn er runtergeladen wird und die Leute sagen, ja, ist super. Ja. Also da wird auf jeden Fall was kommen, da könnt ihr euch drüber freuen. Und selbst bei der kleinen Maschinenhalle, weil du es ja gerade gesagt hast, selbst die braucht ihre Zeit, weil wir in den letzten Türchen hat die kleine Maschinenhalle, sag ich mal, selbst das braucht seine Zeit. Da müssen Kabel reinverlegt werden, also ich sag, da geht es auch um die Detailtreue. Es geht um die Details, die ganzen, das dauert alles auch. Das ist nicht irgendwie, weil das eine kleine Maschine hat, wo man dann am Ende 3-4 Tore aufmachen kann, sag ich mal, und das Licht anmachen kann, heißt das nicht, dass das keine Zeit gefressen hat. Richtig. Und ich sag ja immer, man muss überlegen, ihr opfert ja eure Freizeit für uns Gamer, Spieler, genau. Landwirtschaftsfreunde. Und wir laden das umsonst runter. Ist ja nicht so, dass ich jetzt bei BGE-Modding jetzt erst ein Abo abschließen muss für 5 Euro, damit ich die Mods kriege. Ich meine, das gibt's nicht. Und ich meine, wie gesagt, auch wenn es nur 2 Stunden Arbeit wäre, es sind aber trotzdem 2 Stunden, die Leute für uns opfern, damit wir was haben. Und da finde ich, sollte man immer mal 7 Grad sein lassen. Und auch wenn mir die Halle nicht gefällt, dann halt sage ich aber gar nichts zu. Dann ist es so. Es ist in Ordnung. Man muss es nicht mögen, Gottes Willen. Gut, Bibi, aber bevor wir jetzt hier uns in irgendeiner Form verhaspeln, also BGE, mal einen großen Dank. Ja, also ein bisschen, ja, aber es ist mir halt wichtig, dass wir sowas mal geklärt haben, weil es ist halt schade, wenn solche Arbeiten, die ihr euch hier macht, egal in welchem Umfang es ist, dass dann Kommentare kommen, die da nicht hingehören. Also, eigene Meinung ist wichtig und die akzeptieren und respektieren wir auch und auch die beiden Kommentare, die gekommen sind, die waren auch vernünftig geschrieben, da war kein Hass drin von wegen BGE-Modding ist für den Allerwertesten oder so, um Gottes Willen. Das war eine Meinung. Billy hat es auch mit seiner Meinung und mit seiner Ansicht auch dementsprechend kommentiert, ohne in irgendeiner Form schnippig zu werden oder so. Also da muss man auch ganz klar sagen. Aber halt mal kurz ein bisschen mit meinen Verstand einschalten und sagen, yo, das ist halt nicht mal eben so aus der Feder. Ja, oder ihr müsst genau. Die Mods halt vergleichen von anderen Leuten im Verhältnis zu unseren und sehen, wie viel Arbeitsaufwand dahinter steckt, um dann zu sagen, ja, kann ich so schreiben oder sage ich dann lieber nee. Die haben schon recht. Wichtig ist, dass es kommt und das wird es auf jeden Fall. Gut, jetzt haben wir genug darüber philosophiert und diskutiert. Billy, euch mal riesengroßen Dank. Ich meine, einen Tag haben wir noch, also sprich morgen, freut euch. Da hat Billy mir was ganz Großes versprochen, da bin ich mal gespannt. Das war aber schon wieder einer, wo ich sage, nach dem Nikolaustürchen, wo ich überlegen bin, ob ich den Mod ob ich den wirklich lösche von meiner Festplatte. Das kann ich dir nicht versprechen. Du musst ja nicht löschen, du kannst nein, ich ja nicht weiß, ja, aber danke fürs Zusehen, Leute. Auch jetzt zum Zuhören, was wir zum Schluss gesagt haben. Ihr dürft natürlich gerne in den Kommentaren auch euren Senf dazu dalassen. Wichtig ist nur konstruktiv und vernünftig, nicht beleidigend. Weil das machen wir auch nicht, wollen wir auch nicht. Und in diesem Sinne möchten wir uns von euch verabschieden, wünschen euch noch einen schönen 23.12. und hoffen und freuen uns, wenn ihr uns morgen zuseht beim letzten Türchen für das Jahr 2022. Ja, und wir sagen Tschüss und Ciao. Ciao.